Professor. Kraft-Max-Schneuzer. Kraft-Max-Schneuzer. Ich sehe keine Gegner auf dem Minimap. Nur viele Händler, die wir umbringen können. Aber gut. Renn ich weg. Ja, doch, ich werde die immer da umbringen. Weil wir spielen das Ganze ja auf Böse. Das ist unglaublich. Was willst du denn? Das ist ein schreckliches... Was willst du, Mann? Gib mir deine Erfahrung. So. Eine Truhe. Tada, Truhe. Gib her! Alles, was da ist. So, noch eine Flammenverstärkung. Und wir können angeln. Normalerweise muss man dann hier die Händler beschützen, weil die von Belverine angegriffen werden. Aber gut. Gehen wir erstmal angeln. Lolololololol, wir gehen ein wenig angeln. Und was werden wir da wohl finden? Eieiei. Ah, ich wollte gerade sagen, hat er... Ach, und er macht wieder gut Schnur. Und der Hammer. Gib ihn! Was haben wir? Silberschlüssel. Willenskraft Meister Elixier nehmen wir direkt. Inventar. Wo ist es? Willenskraft Meister Elixier, sehr schön. So, wo müssen wir dann lang? Ja, wir müssen hier hoch. Oh. Gib dein Geld. Mehr Händler. So, und du brauchst dich da gar nicht zu verstecken. Sehr schön. So, und weiter geht's. Hallo Händler. Zack. Gibst mir deine Erfahrung. Bist nett, danke. So, ja. Achso, hier können wir nicht. Okay. Hätte sein können, dass da ein Schatz versteckt ist. Knothole Glade. Spiel wird gespeichert. Das ist so toll. So, ja. Tötet die Belverine außerhalb der Tore von Knothole Glade. Okay, na halt. Gibt's hier jemals? Das sah eben so komisch aus. So, ne, wir ziehen erstmal am Bogen. Können wir noch nicht treffen. Jetzt aber. Schon tot? Ja, zwei Fallschüsse. Na gut. Ja, mit dem Bogen machen wir extrem viel Schaden. Du Pussy. Oh, da hinten ist eine Dämonentür. Gleich mal gucken, was die von uns will. Du feige Sau. Komm runter. Da ist er. Gib mir deine Erfahrung. Kommt direkt der Nächste. Jetzt noch einer. Wie könnt ihr das tun? Wieso? Wie wenig Zauber? Sie lassen uns nicht rein. Da ist noch einer. Lasst uns rein. Nein. Sie bringen uns alle um. Nein, tun sie nicht. Ihr falls der nicht.
Ach so, das waren nur 4 Stück. Ach, das war ja jetzt. Es ist jetzt sicher genug, um euch hereinzulassen. Beeilt euch, da draußen könnten noch mehr sein. Wo ist mein Kopf? Mein Kopf ist... Ah nee, Quatsch, ich habe einfach nur... Ja, das sah eben ganz komisch aus, als wäre mein Kopf nicht da. Verdammte Balmerine, in all den Jahren als Anführer ist mir sowas nicht untergekommen. Ah ja, du, wir es passiert immer Chance was, gehabt, gell? Aber diese Biester gehorchen einem weißen Balmerine. Er stampft in unser Dorf und tötet, was er will. Der ist da gerade auch ganz schön angeherrscht bekommen. Er scheint die Lagerhäuser anzugreifen am Fuß dieses Hügels. Da ist er, der weiße Balmerine. Nein, der weiße Balmerine. So, dann mal auf, geschwind. Ja, komm, verschwinde. Ja, wir können ihn bisher noch nicht töten, soweit ich weiß, aber ihr werdet schon so. Die Haut dieses Viehs ist zu stark, selbst für euch. Es gab einmal einen großen Jäger in Nordholglade. Er starb im Kampf gegen den letzten weißen Balmerine. Seine Frau lebt immer noch in einem dieser Häuser oben auf dem Hügel. Falls jemand okay weiß, wie man das verdammte Ding verletzen kann, dann sie. Dann fragen wir sie doch mal. Ja. Den Hügel hinauf, hat er gesagt. Dann gehen wir doch mal hier hoch. So. Ah nein. So, wir müssen ihn immer 10-mal treffen, wenn er kommt. Das war's auch schon. Wohnst du hier? Nein. Wo wohnt denn die dumme Sau? Achso, die kommt jetzt automatisch. Der Ding hat nur auf euch gewartet. Woher wusste es bloß, wohin wir wollten? Er war wieder hier. Stimmt's? Jo, stimmt. Ich will ihm nicht wehtun. Aber dieses Mal ist er zu weit gegangen. Wovon zum Teufel redet ihr da? Von dem weißen Balmerine. Er ist mein Ehemann. Jedenfalls war er das mal. Oh mein Gott. Er wurde von dem Balmerine gebissen. Und hat sich langsam in die Kreatur verwandelt, die er so lange gejagt hatte. Eine Zeit lang hatte er sich unter Kontrolle. Aber jetzt ist alles, was von meinem Mann noch übrig blieb, tot. Der greift wieder an. Er greift anscheinend wieder an. Mein Mann benutzte Silberwaffen, um den letzten weißen Balmerine zu jagen. Bitte nehmt das. Erlöst ihn. Silberverstärkung. Okay, wird gemacht. Wir sind ja nicht so. Mach's gut. So, Inventar. Nee, ich wusste das ja. Deswegen habe ich hier einen Verstärkungsplatz freigelassen. Und wir hauen die Silberverstärkung drauf. So. Ach, da ist aber ganz schön weit weg. Wieso? Angreifen. I hope so. Wir können ihn verletzen und töten. Ihr nicht. Ich. Er lebt am Witchwoodsee. Bringt mir sein Fell, dann belohne ich euch. Okay. Wird gemacht. Dö. Ja, hier ist ein schönes Theater. Da konnte ich bisher aber noch nichts drin dran und drumherum machen. Ist hier drin irgendwas? Nö. Ja, zu der Tür gehen wir später. Wir gehen jetzt erstmal zum Witchwoodsee, den weißen Balmerine töten. Und wir töten jetzt auch die anderen Balmeriner, soweit ich weiß, schneller durch diese Silberverstärkung. Du siehst schon arg scheiße aus, gell? Treffen von hier. Jo.
nicht. Schade. Gut. Jetzt aber. So eine Cutscene kommen, dass er noch seine Kollegen ruft, weil er alleine nichts kann. Wir sehen jetzt da die HP-Anzeige. Ja, und er ruft wieder Hilfe und ruft einen weiteren Bellboy. Weil er halt keine Chance hat gegen uns. Das nervt nur, dass ich jedes Mal und er ist tot. Jetzt wird's nervig. F3. Nein. Yes. Mann, wie viele sollt ihr? Ihr geht mir auf den Sack. Aber wenigstens nehme ich kaum Schaden von dem. So, sehr schön. Dann können wir wieder zurückgehen. So, ich habe eh genug Tränke. Von daher sollte das nicht so das große Problem sein. Ja, er hat sich zurückverwandelt. Aber gut. Also sie ist Zeit verlangsamen, meiner Meinung nach. Sehr, 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 sehr effektiv. Dann noch Geisterschwerter dazu und ab geht's. So, vorher gehe ich jetzt mal hier hoch. Und schau mal, was diese Tür hier will. Könnt ihr mein Antlitz mit einem... Okay, oh, sorry, weil ich wieder so schnell weggedrückt habe. Aber wir sollen ihn mit einem Pfeil treffen. Könnt ihr nicht mehr schaden... Nein. Könnt ihr nicht... Okay, wir müssen mehr Schaden machen. Aber wir müssen ihn mit einem Pfeil abballern. So viel steht schon mal fest. Moin. So, dann gehen wir mal die Quest ab. Ah, ihr seid zurück. Und unverletzt. Naja. Wir haben das Geheul gehört und schon das Schlimmste befürchtet. Aber ihr habt die Bestie besiegt. Jo. Ein Held von eurem Format verdient die Ehre, in der Arena kämpfen zu dürfen. Eure Nominierung sollte bereits in der Gilde auf euch warten. Oh, apropos Gilde. Sie haben euch diesen Brief nachgesandt. Von eurer Schwester. Theresas Brief. Die Blutlinie. Ich hoffe, es sind gute Neuigkeiten. Schauen wir mal. Behalte euch im Auge. Dududun. Und wir haben wieder einiges an Geld gekriegt. Aber nicht so viel Erfahrung, aber das macht nichts. Und das Spiel wird gespeichert. Jimmy! Ja, ja, wir suchen gleich in der Gilde. Ich will gerade was anderes gucken. Und zwar, wie viel Erfahrung habe ich? 32.000, knapp. 36.000. Ne, da brauchen wir immer noch ein bisschen für den nächsten Körperbau. Aber gut. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ich habe mich hier noch nie so wirklich umgeguckt in diesem Kaff. Achso, das ist das Stadthorn, wenn der weiße Belverin angegriffen hat. Ja, es ist halt auch gerade Nacht. Das ist doof. Deswegen gehen wir mal ins Gasthaus. Das war, glaube ich, hier oben. Ja, ihr habt aber keine Betten hier. Das ist doof. Ich würde gern schlafen. Was ist hier? Ne, das ist irgendwas anderes, ja. Das
war, glaube ich, ein Laden oder so. Hier sind die Türen offen. Können wir pennen? Oh, da ist eine Scheibe. Doofe Kamera. Böse Kamera. Eine Schatztruhe. Cool. Kettenpanzerstiefel. Na, super. Ja, und wieder runter. Können wir hier pennen? Wollt ihr dieses Bett wirklich benutzen? Ja. Wenn da manchmal steht dann da, das ist nicht euer Bett und so. Und dann würde ich euch nicht empfehlen, da zu schlafen. So, die Läden haben offen. Was bist du denn hier? Nein, wir sehen den Händler an. Ich behalte euch im Auge. Ja, können wir hier Geschenke verkaufen? Den Rubin können wir verkaufen. Immerhin 200 Gold. Okay, danke. Ciao. Ihr habt den weißen Belverin getötet. Richtig, das habe ich getan. Haben wir sonst noch? Weil hier gibt es auch einen Tätowierer. Aber den habe ich bisher... Hatte ich den noch nicht gefunden, weil ich würde mich gerne tätowieren lassen. Schauen wir mal, wo der ist. Der Bar wird er nicht sein. Was haben wir hier? Ne, das ist einfach nur ein Wohnhaus. Ich gucke immer nach oben, ob da irgendwelche Schilder sind. Bist hier ein Tätowierer? Bist du ein Tätowierer? Ja, cool. Hier steht Fleischhandel. Ja. Kaufen. So, ich werde jetzt auf Gruselfaktor und Grundhaltungsmodifikator minus gehen. Scorms Augentätowierung. Ja, cool. Kaufen. Und... Kein Wunder, dass man euch... So, jetzt gucke ich aber mal. Fertigkeiten. Ne, Inventar. Gegenstände. Andere. Ne.